So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Seminar Variantengrammatik. Ich habe so ein bisschen bei Ihnen in den angelegten Chatgruppen mitgelesen, was denn so interessant sein könnte, um was man sich so kümmert. Und wir machen heute den letzten thematischen Input. Das heißt, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Das wird nicht immer ganz gelingen, sodass wir noch ein bisschen Zeit haben, um dann auch in den Gruppen uns weiter auszutauschen. Und in der nächsten Woche gehen wir in die Erarbeitungsphase. Für Sie zur Information ganz kurz, ab dem 16. Mai, das haben Sie vielleicht schon gelesen, besteht für Sie in den Lehrveranstaltungen keine Maskenpflicht mehr. Und die Seminarräume und Vorlesungsräume können wieder mit der vollen Kapazität besetzt werden. Ja, also das heißt, wir driften so ein wenig in den Normalzustand, den wir im Wintersemester 2019 das letzte Mal hatten. Das ist schon eine Weile her für diejenigen, die vielleicht da noch gar nicht studiert haben, wer weiß das schon. Ja? Okay, heute also werden wir uns um die mit dem letzten Teil um das Thema der Grammatik und Grammatikografie bemühen und um die Frage, wie viel Norm darf es denn sein? Sie erinnern sich, dass wir in der letzten Sitzung ganz kurz uns mit dem Thema auch des Laienwissens beschäftigt haben. Also das heißt der Frage, wie Laien den Normbegriff und die Variation bewerten. Und das würde ich ganz gerne als Ausgangspunkt nehmen, um heute das Thema für Sie zu entwickeln. Und zwar vor dem Hintergrund Ihrer Aufgaben oder Ihrer Interessengebiete, die Sie sich gesucht haben. Ich kann nicht alles streifen, aber es wird einiges dabei sein, weil es im Wesentlichen darum geht, wie Grammatiken geschrieben worden sind. Das heißt, wie es vor allen Dingen darum geht, dass bestimmte Formen präferiert werden, andere werden abgewertet, werden als mundartlich bezeichnet und verschwinden nach und nach aus dem, was wir heute eine hochdeutsche Grammatik nennen würden. Das ist ganz interessant, weil dies im Wesentlichen mit Standardisierungsprozessen zu tun hat und auch mit ideologischen Prozessen, die im 17. und 18. Jahrhundert angesiedelt sind, aber im Wesentlichen das Bild vom Hochdeutschen so stark dominieren, dass Ihnen das heute wahrscheinlich gar nicht mehr bekannt ist. Ja, und um diese Aufschlüsselung wird es mir heute gehen. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung. Das ist der Ausgangspunkt, den ich meinte aus der letzten Sitzung. Nämlich habe ich das nochmal fett hervorgehoben, waren da Variation, Norm, Standard und Tradition. Herausgearbeitet habe ich bei einer, das was Togo Hoffmeister erarbeitet hat, bei einer Gewährsperson, das große Normbedürfnis. Also das heißt, dass es ein Bedürfnis gibt, etwas richtig zu machen und nicht falsch zu machen. Und dieses große Normbedürfnis, wenn das in Diskussionen um Grammatik, Orthographie und so weiter mitschwingt und um die Bewertung von Varietäten, kann man davon ausgehen, dass es immer eine Tendenz gibt, hin zu Standardvarietäten zu blicken und dialektale oder regionalsprachliche Einflüsse besser auszuschalten, weil das die Zielrichtung ist, die Konvergenz Richtung Standardvarietät. Das ist der zweite Punkt, ja, den ich nochmal hervorheben möchte, also dass man in Richtung einer Standardvarietät Konvergenz herstellen kann. Und oder in einem hin zu regionaleren Varietäten oder zu Dialekten hin divergiert. Wobei, und das geht mit diesem großen Normbedürfnis zusammen, hier aus der Untersuchung von Alexandra Lenz, bei österreichischen Sprecherinnen, dass es die Vorstellung davon gibt, dass es nur eine Standardvarietät gibt und alle anderen tatsächlich nicht standardkonform sind. Ja, also ein monozentriges Standardkonzept und Konvergenz in Richtung Standard, ja, des einen Standards, ja, das Richtige, ist eher die Tendenz von linguistischen Laien, die aber natürlich einen Großteil der Sprecherinnen ausmachen. Ja, also nur ein kleiner Bruchteil hat Sprachwissenschaft oder Deutsch oder Linguistik studiert und sagt, ja, das kann man doch schon alles ein bisschen moderater und neutraler bewerten, ja.
Der Großteil der Sprecherinnen sind keine Linguistinnen. Und das bedeutet, dass für diejenigen die Konvergenz Richtung Standard eher das die entscheidendere Perspektive ist. So, auch das nochmal zur Wiederholung, denn ich hatte für Sie die einzelnen Themen ja auch in ihrer historischen Dimension erarbeitet. Also dass man zum Beispiel vom Hochdeutschen spricht nur für die Dialekte, die die zweite Lautverschiebung mitgemacht haben. Das aber streng genommen das Ostmitteldeutsche nicht dazu gehört und auch das Niederdeutsche nicht. Ja, also das heißt, dass wir da Varietätenräume haben, die streng genommen nicht zum Deutschen zählen. Und das kann man sich so zurechtlegen, wie man will, aber es ist für die Bewertung von Varietäten spielt das eine große Rolle. Das werden wir heute sehen, denn diese unterschiedlichen Varietäten bilden zu unterschiedlicher Zeit die sogenannte Prestige-Varietät. Das ist das, was heute das Hochdeutsche ist, ja, also die Modellsprecherinnen Tagesschau. Das wechselt in verschiedenen Zeiten. Ich habe Ihnen mal ein paar aufgeführt. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir mal tatsächlich ab dem 15. Jahrhundert blicken, die sogenannte ostmitteldeutsche Schreibsprache, das ist das Schreiben nach der meißnischen Kanzlei von Luther, auf ostmitteldeutscher und oberdeutscher Grundlage. Die Sprache, sogenannte Sprache der Hanse, das muss man schon mit Anführungszeichen versehen, ist eigentlich die Stadtsprache von Lübeck, die das Mittelniederdeutsche vom 14. bis 1700 massiv prägt, und zwar im gesamten Baltikum, mit Ausläufern nach Brandenburg. Ja, also Sie können ja mal schauen, welche Stadt die südlichste war, die im in der Hanse mit organisiert war. Dann haben wir das sogenannte Gemeindeutsch um Augsburg. Das ist eine Prestigevarietät, nach der der kaiserliche Hof schreibt. Also das ist tatsächlich also der katholische kaiserliche Hof. Und dann sehen Sie noch eine, mit der wir eigentlich nie irgendwas zu tun haben, das ist die Verkehrssprache des Mittelniederländischen, auch eine Prestigevarietät ab dem 13. Jahrhundert und als eigene Literatursprache ab dem 15. 16. Jahrhundert. Schriftsprachliche Varietätengruppen nehmen den institutionellen Sprachgebräuchen, also das, was im juristischen, formellen Kontext geschrieben wird, sind es vor allen Dingen die Literatursprache, die ab dem 11. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung gewinnt für die Bewertung von Prestigevarietäten. Und hier folgt sie im Wesentlichen der Romania. Also um das jetzt mal ganz verknappt zu sagen, also die wichtigsten mittelhochdeutschen Texte, die Sie im Studium kennengelernt haben, haben eine romanische Vorlage und meistens noch eine französische. Also das heißt, das ist tatsächlich der kulturelle Einfluss, der auf den deutschsprachigen Kulturraum über sehr lange Jahrhunderte prägend ist. Also das Englische tritt erst sehr spät hinzu und über sehr lange Teile oder sehr lange Zeitläufe sind das Französische und das Italienische maßgebend für den kulturellen Einfluss auf den deutschsprachigen Raum. Okay. Aber wann fangen wir denn an, Grammatiken zu schreiben? Ja, das, was Sie hier sehen, sind Entwürfe der sogenannten Sprachgesellschaft des Palmenordens. Ist im 17. Jahrhundert gegründet als fruchtbringende Gesellschaft 1617 nach italienischem Vorbild. Und mir kommt es jetzt im Wesentlichen so ein bisschen darauf an, dass ich Ihnen immer die Ortsnamen markiert habe, wo das Ganze spielt. Er wird in Weimar gegründet. Weimar liegt im heutigen Thüringen, also Ostmitteldeutschland. Ja, also das heißt, das ist so der erste Punkt. Wichtige Vertreter sind Schotelius, Quaintz, Harsdorfer. Und es geht im Wesentlichen um eine kulturpatriotische Spracharbeit, die zeigen will, dass das Deutsche als Schriftsprache und als Literatursprache den großen Vorbildern, also dem Italienischen und Französischen, ebenbürtig ist und dem Latein. Nebenbei geht es auch darum, nachzuweisen, dass das Deutsche die älteste Sprache ist. Also um all so eine Dinge, es geht Sprachgeschichte und Grammatik wird dort als Projektion betrieben. Also man weist über die Grammatik nach, wie hoch die eigene Sprache steht. Also es ist durchaus eine Ideenlehre damit verbunden. Ja, also das heißt, keine reine Preskriptivität, sondern Deskriptivität, sondern hier geht es um Preskription. So.
Ausnahme ist Schoteus. Schoteus wird in Einbeek geboren und stirbt in Hamburg. Also das heißt ein Nordlicht. Das Interessante ist an seiner ausführlichen Arbeit von der deutschen Hauptsprache. Den Titel habe ich Ihnen abgegeben, dass er etymologische Überlegungen angestellt an Sprachursprungshypothesen, indem er nachweist, dass bestimmte deutsche Wörter eigentlich die ältesten sind, die eigentlich auch schon die Engel gesprochen haben könnten. Dann geht es um Wortbildung, Orthographie, Flexion, Syntax. Und er ist aber jemand, der sich nicht einseitig am Ostmitteldeutschen oder Meißnischen orientiert oder am Oberdeutschen, sondern er behandelt diese Frage eigentlich im Wesentlichen überhaupt nicht. Also er kümmert sich nicht um Prestigevarietäten. Ja, das ist ziemlich auffällig. Daneben spielen eine große Rolle Übersetzungen, Poetiken im Umkreis des Palmenordens. Der poetische Trichter von Harsdorfer wird heute noch gern zitiert. Aber vor allen Dingen gehört Martin Opitz dazu. Opitz ist Schlesier, also ne, von der räumlichen Zuordnung können Sie so ein bisschen mitdenken, Weimar, Schlesien. Und Harsdorfer kommt aus Nürnberg, also ist Oberdeutscher. Jetzt können Sie sich mal zusammen die Gemengelage vorstellen. Also wir haben einen Kreis in Weimar mit dem Schleser, mit dem Nürnberger und zwei, drei Ostmitteldeutschen und einem Hamburger. Auf welche Sprachform man sich denn so einigt, die denn so eher Prestige, das Prestige trägt, um eine Norm voranzutreiben. Surprise, surprise, es ist nicht das Niederdeutsche. Ja, das kann man schon mal sagen. So, schauen wir weiter. Leibniz ist geboren in Leipzig, gestorben in Hannover. Hat seine biografische Laufbahn mehr oder weniger in Obersachsen erlebt. Und hier ein Zitat aus den unvergreiflichen Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache. Ende 17. Jahrhunderts. Er orientiert sich am Oberdeutschen. Ja? Es ist bekannt, dass die Sprache ein Spiegel des Verstandes und dass die Völker, wenn sie den Verstand hochschwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben, welches der Griechen, Römer und Araber Beispiele zeigen. Selbe Perspektivierung wie Schotelius, ja, also es geht um den Nachweis der Hochsprachlichkeit des Deutschen mit der Orientierung am Oberdeutschen. So, weiß nicht, ob Sie von dem schon was gehört haben, Johann Christoph Gottsched, ist vielleicht dem einen oder der anderen ein Begriff, ja. Ist jetzt noch mal gar nicht so wichtig, wo er geboren ist, er ist in Leipzig gestorben. Also Sie sehen, das verdichtet sich so ein bisschen in diesem ostmitteldeutschen Raum. Er hat eigentlich zwei Aspekte, will ich mal hervorheben. Wir sind ja schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, ja? Also Vorstufe Weimarer Klassik, wenn man so will. Und zwar einmal die Grundlegung einer deutschen Sprachkunst und dann die Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit. Das ist seine eigene Zeitschrift, also es ist seine eigene Fachzeitschrift, in der er tatsächlich den Streit austrägt. Vielleicht ganz kurz, er orientiert sich am Ostmitteldeutschen explizit an Luther und Opitz, ja, und erklärt dieses wirklich unnachgiebig zu Vorbild und Norm. Also das heißt, das ist der erste Präskriptivist, also der auch keinen Hehl daraus macht. Ja, also der sagt, das ist das gute Deutsch, nichts anderes zählt. Das Interessante ist tatsächlich, dass man davon ausgehen muss, dass das Ostmitteldeutsche als Prestigevarietät sehr davon profitiert hat, dass Gottsched es zum Standard, zur Norm erklärte. Und er hat sich Zeit seines Lebens Streit mit anderen Gelehrten getrennt. Also unter anderem vielleicht noch ganz kurz den Schweizern Bodmer und Breitinger, die über Gottsched sagten, der tyrannische Sprachrichter aus Sachsen. Ja, also das heißt, das ist so das Urteil des Kollegen über ihn fällen. Eine leichte Polemik, ein bisschen überspitzt. Aber das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Ja, also das heißt, der ist derjenige, der das Ostmitteldeutsche zur Norm erklärt. Dann Johann Christoph Adelung, auch der sagt Ihnen vielleicht etwas, denn er legt das grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart vor und orientiert sich explizit an Gottsched. Also er ist Gottsched-Schüler. Und das erscheint in Leipzig. Deutsche Sprachlehre für die Schulen, Ende 18. Jahrhundert in Berlin.
und die vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie ebenfalls in Leipzig. Er selbst ist lange in Sachsen tätig und stirbt in Dresden. Ja, also auch da irgendwie wieder die Verbindung da. Er war auch ein paar Jahre Leiter der damaligen Kursächsischen Landesbibliothek, die Sie heute als SLUB besuchen. Und das Porträt hängt im Treppenaufgang hoch in die Bib-Lounge. Okay, er orientiert sich an Gottsched und deklariert tatsächlich als vorbildlich die Sprachgebrauchsformen der obersächsischen Oberschicht. Ja? Orientiert sich später an dem Ideal der sprachlichen Standardvarietät. Das heißt, das kann man durchaus sagen, also für die zweite Schaffenshälfte wendet er sich tatsächlich davon ab. Aber Adelungsschriften haben erheblichen Einfluss auf alle grammatikografischen Bestrebungen ab dem 19. Jahrhundert. Der Duden, wie Sie ihn kennen, wird lange Jahre vorbereitet und erscheint 1906. Das heißt, diese Orientierung am Ostmitteldeutschen oder am Oberdeutschen als hochdeutschen Standard verschwindet nicht mehr aus den Grammatiken. Ja, also das heißt, diese lange Brücke kann man eigentlich vom 18. bis ins 20. Jahrhundert ziehen. Und das, weil mir das so gut gefällt, da habe ich das auch in der Vorlesung zu den Sprachgeschichten genommen, das ist ein Porträt, ein Stich aus der sogenannten Gartenlaube. Die Gartenlaube ist eine Zeitschrift, die jetzt digitalen Sammlungen für Sie vollständig zur Verfügung steht. Und das ist so ein Panoptikum, so eine Wunderkammer, was man irgendwie erzählen kann aus der Welt, aus Sachsen oder aus dem Reich, wo es darum geht, einfach unterhaltsam, also man könnte sagen eine Illustrierte, ja, also eine vormoderne Illustrierte, also eine moderne Illustrierte, eigentlich schon nicht mehr vormodern, aber keine aktuelle. Und es geht hier im Wesentlichen um die Vorstellung davon, wie Kultur geprägt wird. Ja, also das Zitat vielleicht, Goethe und die Brüder von Humboldt bei Schiller, da geht es um die Jenaer Gartenlaube in Schillers Gartenhaus. In der geistigen Entwicklung des Menschheitslebens, also drunter machen wir es nicht, hat Thüringen von alter Zeit her eine wichtige Rolle gespielt und eine wunderbare Gegenseitigkeit der Dichtkunst, vorzüglich der lyrischen, mit dem Ringen nach freier Gestaltung der Form des Lebens in seinen beiden Hauptausläufen, dem politischen und dem religiösen, strahlt von dem Herzen Deutschlands aus in die übrige Welt. Und von dieser zum Herzen Deutschlands und von dieser zum Herzen zurück am Hof des kunstsinnigen Landgrafen Hermann des Ersten auf der Wartburg war es, wo die größten Meister der deutschen Dichtkunst, Heinrich von Feldecke, also Waldecke hier, Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach gemeinschaftlich sangen. Thüringens größter und kühnster Sohn, der Dr. Martin Luther, ja, da haben wir ihn, warf von dort aus zuerst die zündenden Funken seines Protests gegen geistige Knechtung und Verdummung in die Welt. Und in Thüringen wieder war es, wo sich Ende des 18. Jahrhunderts ein Kreis von Dichtern und Philosophen zusammenfand, wie er zum zweiten Mal schwerlich wieder in Deutschland zusammentreten wird, nämlich die Abgebildeten. Das heißt, und wenn Sie jetzt ein bisschen weiterdenken, wer denn möglicherweise in diesem Zusammenhang über Sprache, Literatur und Kulturpatriotismus nachgedacht haben könnte, dann sind es vor allen Dingen Goethe, Schiller, die Humboldts und die Grimms. Den Grimms verdanken Sie nicht nur schöne Märchen, die mitnichten aus Sprachgebrauch erzeugt worden sind, sondern die durchaus schon künstlerisch bearbeitet wurden. Und Brentanos zum Beispiel des Knaben Wunderhorn, Volksliedersammlungen. Derselbe kulturpatriotische Geist, der Schotteus schon angetrieben hat, treibt auch diese an. Ja, also in den Zeiten politischer Unwegsamkeiten in der Französischen Revolution, napoleonische Kriege und so weiter und so fort, sehnt man sich zurück nach einer Projektion von Mittelalter. Also in der die Welt noch einfach und heile war. Und den Erik, den Sie vielleicht gelesen haben von Moritz Haupt, den gibt es leider so auch nicht. Das ist der ist im idealen Mittelhochdeutschen verfasst. Die einzige Quelle, die wir für den Erik haben, ist eine, Achtung, eine oberbayerische Prosafassung aus dem 16. Jahrhundert. Ja, und aus dem rekonstruiert Moritz Haupt, ähnlich, ne, um zu zeigen, wie großartig das Mittelhochdeutsche war, den Erik. So, interessanter sind aber die Xenien von Goethe und Schiller.
die sich nämlich gegen Adelung und Gottsched richten. Und da man die Xenia sonst nicht verstehen würde, brauchte ich jetzt diese Herleitung. All ihr anderen, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch. Unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich und auch in Meißen nur Deutsch. Also das ist die Abrechnung von Goethe und Schiller mit Adelung. Und Sie sehen schon, dass da auch diese Orientierung rein auf das Ostmitteldeutsche natürlich, also bei Goethe und Schiller, nicht mehr greift. Ja? Also, aber das ist eins der schönsten Zitate. Wenn es um Sprachnormung geht, kann man das mit hinzuziehen. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal, was passiert ist. Also das heißt, das war jetzt nur die Geschichte, wie Grammatiken entstehen. Und ich fange mal an mit der Thun-Periphrase. Die Thun-Periphrase ist üblicherweise in Standardgrammatiken eher nicht mehr üblich, also wird nicht als üblich oder regelkonform markiert. Und neben der Thun-Periphrase würde ich Ihnen gerne auch die mehrfache Verneinung zeigen und das sogenannte Doppelperfekt. Ja, also das heißt, es sind drei Formen, die im Sprachgebrauch benutzt werden, die verwendet werden, von denen es heißt, standardmäßig sollte man sie nicht gebrauchen. Und Sie dürfen dreimal raten, welcher von den eben zitierten wesentlich dafür eingesetzt hat, dass diese Formen nicht in die Standardgrammatik kommen. Warten Sie mal. Schotelius, Gottsched, Adelung, wer von den dreien? Ja, das schauen wir noch. Also, die Thun-Periphrase. Wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, das ist übrigens ein variantengrammatisches Thema, wenn es um bestimmte Dialekte und Regionen geht, die man sprachhistorisch ausleuchten kann, ist es gut geeignet. Hervorheben möchte ich vor allem die Arbeit von Nils Langer, wo es um linguistischen Purismus geht und die Ausmerzung von Varianten und Varietäten zugunsten eines Standards. Und darunter sehen Sie, die sind unterschiedliche Arbeiten, die werde ich nach und nach zitieren. Okay, aus der Einleitung, aus dem Verzeichnis von Nils Langer sehen Sie drei Aspekte, die ich gerne hervorheben wollen würde auf der rechten Seite, nämlich genau die Stigmatisierung von mehrfacher Verneinung, Doppelperfektform und der Thun-Periphrase, den wendet er sich zu, mit der These, dass sie durch eine linguistisch-puristische Grammatikografie aus den Standardvarietäten verdrängt worden sind. Die These muss man nicht teilen, aber das war ein starkes Stück. Okay, also mehrfache Verneinung, gehen wir das mal durch. Vielleicht ganz am Anfang geht es darum, dass wir tatsächlich unterschiedliche Grammatiken haben, die hier eine Rolle spielen und im Zentrum steht Gottsched selbst. Ja? Also Langer stellt fest, dass es einzig und allein Gottsched war in der Mitte des 18. Jahrhunderts, der gegen die mehrfache Verneinung angeschrieben hat. Allein Gottsched. Ja, Sie sehen, dann gibt es einzelne unterschiedliche weitere Grammatiken, die da eine Rolle spielen. Selbst die Arbeiten, die dann schon mehr oder weniger sprachvergleichend funktionieren, wo es Hinweise darauf gibt, dass es aber doch in allen anderen europäischen Sprachen die mehrfache Verneinung gibt und dass die durchaus funktioniert und dass man das doch durchaus auch in der Standardvarietät des Deutschen akzeptieren könne, wird niedergeschrieben und hat in seiner Grammatik keinen Platz. Und das ist schon irre. Ja? Also das heißt, das ist so eine, Sie können sich ja mal fragen, wie oft Sie die doppelte Verneinung verwenden. Ja? Also Dialektsprecher wahrscheinlich relativ häufig, also entweder im Süden Deutschlands, Oberdeutschland, im Norden Deutschlands eher nicht. Wobei diese doppelte Verneinung schon auch mit zum Beispiel morphosyntaktischer Kombination aus Negationspartikel und zum Beispiel einem Unadjektiv, also ich bin nicht unausgeschlafen, als sogenannte logische doppelte Verneinung gilt. Ja? Aber da müsste man sich noch unterhalten, ob unausgeschlafen kompositionell gebildet ist oder nicht, aber das machen wir heute bitte nicht. Ja? Also es ist nicht einfach, aber jedenfalls sieht man, es sind noch andere Belege, die das jetzt noch stützen, die lege ich jetzt nicht alle vor. Aber vielleicht das letzte noch, das ist ein Direktzitat bei Langer, die doppelte Verneinung, die bei den Alten gewöhnlich gewesen, also das heißt so eine Abwertung auch der Tradition, ist itzo veraltet, also ein Archaismus,
und abgeschafft. Ich habe ihn niemals nicht gesehen, ist unnütz. Es sollte dadurch nichts entgehen. Das Prahlen schlägt kein Feind nicht. So schreibt und spricht man itzu gar nicht mehr. Also sehen schon, das ist tatsächlich so ein bisschen, also wenn Sie den Preskriptivisten suchen, das ist einer. Ja, also das heißt, und da reden wir über die Mitte des 18. Jahrhunderts, das ist jetzt nicht in der Gegenwart und ist auch nicht irgendwer. Also das ist vielleicht ganz wichtig, das hervorzuheben. Und tatsächlich auch mit einer sehr starken Abwertungstendenz. Also das, was ihm den Ruf des tyrannischen Sprachrichters aus Sachsen einbringt, das ist ein Beleg dafür. Ja? Okay, mehrfache Verneinung. Schauen wir uns auch nochmal im Detail bei Gottsched an. Die verdoppelte Verneinung, die noch im vorigen Jahrhundert bei guten Schriftstellern gewöhnlich war. Also Sie merken schon diese Wertungen mit gut und richtig und falsch, ja, und unnütz. Um desto stärker zu verneinen, muss itzo in der guten Schreibart ganz abgeschafft werden. Man sagt damals, ich habe ihn niemals nicht gesehen, es wird ihm dadurch nichts entgehen, es kann keiner so gut. Und Obitz schreibt, zwar eine stolze Feder, ein Ring, ein güldenes Schwert und ein güldenes Leder schmeißt keine Feinde nicht. Allein heutzutage spricht nur noch der Pöbel so. Ja? Also wenn Sie mal eine doppelte Verneinung verwenden, Pöbel, schämen Sie sich. Artige Leute vermeiden es und zierliche Skribenten noch mehr. Ich habe ihn niemals gesprochen, dadurch entgeht dir nichts. Es tut ihm keiner gleich und der mehr ohne das nicht. Auch beim Verbieten untersuchen braucht es keine Verneinung hinten nach. Ich verbiete dir's, das zu tun, ohne nicht. Er hat mir es untersagt, ihn zu nennen. Also sind ja noch weitere Beispiele. Aber Sie sehen schon die Abwertungstendenzen, die wir jetzt die ganze Zeit, also, ne, also die letzten drei Sitzungen uns angeschaut haben, sind hier omnipräsent. Okay. Präsens und Präteritum doppelt perfekt. Ich habe eingekauft gehabt. Falls Sie das schon mal gehört haben oder selber auch verwenden, herzlich willkommen. Das ist Ihnen gewidmet. Ja, okay. Also bei der mehrfachen Verneinung bin ich mir ziemlich sicher, dass es zwei, drei Sprecherinnen hier im Kurs gibt, die Sie regulär gebrauchen. Beim Präsens Präteritum Doppelperfekt bin ich mir sicher, dass alle Sie es verwenden. Ja, okay. Die Hilfswörter werden auch oft die ganze vergangenen Zeiten bei vielen zwei- oder dreifach gebraucht. So aber die Rede sehr verstellend und deshalb eher zu vermeiden. Ja, also das heißt, das ist ein stilistisches Argument, was Stieler, Kaspar Stieler hier vorbringt. Kaspar Stieler ist übrigens der freundliche Mann, der sich mit dem schönen Neologismus Gesichtsärger für Nase erfreuen wollte. Das hat sich nicht durchgesetzt. Was sich aber schon durchgesetzt hat, ist Anschrift für Adresse. Ja, also das heißt, das ist Kaspar Stieler. 1681. Dann aber bei Gottsched, es ist ein Missbrauch im Reden, wenn einige die völlig und längst vergangene Zeit tätiger Zeitwörter mit einem verdoppelten Habe zu bilden pflegen. Ich habe es ihm gesagt gehabt, ich hätte es ihm geraten gehabt und dergleichen. Alle dies gehabt ist überflüssig und sagt nichts mehr, als wenn es nicht da stünde. Nun kommen zwar diese dergleichen Fehler in Schriften nicht so leicht vor, aber wenn sie Fehler sind, so muss man sie auch der Redenden wegen anmerken und davor warnen. Ja, ich bin ganz froh, dass der nicht die pandemische Gesamteinschätzung vorgenommen hat, ja, in den letzten zwei Jahren. Also Sie sehen sehr, sehr starke Vorbehalte, auch ohne Begründung. Das Einzige, was gesagt wird, ist ein logisches, sprachlogisches Argument zu sagen, das brauchen wir nicht, steht eh schon da. Das Interessante ist, wenn es Sprecherinnen dennoch benutzen, benutzen sie es aus einem Grund. Also nochmal, Sprecherinnen sind faul, die versuchen eigentlich jeden sprachlichen, kommunikativen Aufwand zu vermeiden. Wenn sie es verwenden, verbinden sie damit auch eine spezifische Semantik. Und dann brauchen sie es in ihrem Sprachgebrauch tatsächlich auch. Ja? Also so einfach mit einem logischen Argument es wegzuwischen, geht nicht. Kommen wir mal zu tun. Auch dieser Absatz ist eigentlich in Gänze lesenswert. Ich belasse es jetzt aber mal bei die altväterliche
Abwandlung mit tun. Was Gottsched hier macht, dass er gegen den Norden, gegen das Niederdeutsche schießt. Ja, also das, darum geht es hier in diesem ganz kurzen Absatz. Man hört in einigen Reichsstädten unter Handwerksleuten noch eine Art, die Zeit wieder abzuwandeln, wie Vorzeiten auch in Schriften gewöhnlich war und die bei den Engländern noch diese Stunde im Schwange geht. Und das ist jetzt eigentlich das Interessante, die Fußnote. Er führt auf, I do see, I do live, I do hope, I do give. Ja? Und sagt, ich tue sehen, übersetzt es, ich tue sehen, leben, hoffen, gehen. Heißt nichts mehr, als ich sehe, lebe, hoffe, gebe. Und dergleichen, das bekannte how do you do, wie tut ihr tun, heißt eigentlich bei Ihnen, wie befindet ihr euch? Ja, also das heißt, das ist der direkte Reflex aufs Englische. Wenn ich das jetzt hier aber nochmal hervorheben will, tue ich das deshalb, weil wir mit den niederdeutschen Sprachen eben die Nähe zu den nordseegermanischen Sprachen haben und damit auch zum Niederländischen und zum Englischen. Ja, also das heißt, es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass man es im Niederdeutschen gebraucht. Okay. Ja, der Rest ist identisch. Ja, also einmal Abwertung. Okay. Wie sieht das Ganze heute in der Grammatik aus? Also ich habe Ihnen, lege Ihnen hier mal nebeneinander das DWDS und die Duden-Grammatik. Ja, kann man so halbwegs sehen. Das tue ich gern, ist umgangssprachlich markiert im DWDS. Ich habe den Schlüssel an seinen Platz getan, ist umgangssprachlich. Was hat man dir denn Gutes, Böses getan, ist nicht markiert. Hier tut sich überhaupt nichts, umgangssprachlich, der tut nur so, abwertend. Mit Paul habe ich nichts zu tun, umgangssprachlich. Er tut einen Satz im Sinne von, können Sie in zweierlei Sätzen, in zweierlei Bedeutungen lesen. In abgeplaster Bedeutung, das heißt, es wird nicht mehr verwendet. Er kriegt es mit mir zu tun, umgangssprachlich. Und jetzt, rechnen tut er gut, wird im Duden als korrekt markiert. Ja, also das heißt, das, was man hier sieht, ist die Vorfeldstellung des Finitums zur Markierung. Rechnen tut er gut. Rechnen tut er aber gut. Okay, also in der Grammatik betonter Infinitiv am Satzanfang ist in Ordnung. So, es geht noch ein bisschen weiter. Also rechnen tut er gut, das nehmen wir mal mit. Das ist korrekt. Dann haben wir von Erwin Strittmatter ein dialektsprachliches Beispiel, ja, und zwar eben aus dem Niederdeutschen, aus der niederdeutschen Varietät. Und das wird als umgangssprachlich markiert. Da tut noch Schnarchen, ebenfalls ist umgangssprachlich, ebenfalls von Erwin Strittmatter und von Baum. Wenn ich Pilzheim wäre, ich täte die Augen aufmachen. Umgangssprachlich oder landschaftlich markiert. Ja, also das heißt, eigentlich haben wir eine korrekte Form, das ist vorangestellter Infinitiv zur Markierung dieses Infinitivs. Alle anderen Formen, die vielleicht auch landschaftlich relevant werden, werden als umgangssprachlich markiert. So, wie sieht das Ganze aber aus? Naja, ich sag's mal so, bis zum Main verwendet man sie. Ja, die Thun-Periphrase. Und zwar sieht man tatsächlich, dass man selbst im ostmitteldeutschen Raum die Thun-Periphrase noch verwendet. Und Sie sehen da die Elbe Richtung Hamburg. Und die Untersuchung bezieht sich im Wesentlichen auf Westdeutschland. Und das sind die Thun-Periphrasen, die regelkonform im Niederdeutschen verwendet wird. Genau. Das ist eine Studie von 1968. Ja. Das kann man jetzt auf der Grafik relativ schlecht erkennen. Das ist eine Publikation von Brinkmann und Bubenhofer von 2011. Und zwar, wie die Thun-Periphrase tatsächlich verwendet wird. Und zwar haben wir im Präsens Vollverb im Vorfeld, also rechnen tut er gut, ja. Das sind die gelben Punkte, die man jetzt in der Präsentation, auf dem Fernseher sieht man es wahrscheinlich besser, ne? Das ist wird im ganzen Bundesgebiet verwendet.
Aber dann überspringe ich mal die Grafik. Also das Einzige, was ich Ihnen sagen will, es wird gebraucht. Ja? Gut. Also, so. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Konjunktiv Präteritum von tun und Infinitiv. Also, ich hätte gehen wollen oder ich täte einkaufen. Ja, ich täte einkaufen. Und Sie sehen, das wird, also das kann man auch schlecht erkennen. Also man sieht vielleicht, also Sachsen und ich sage jetzt mal, der nördliche Teil der alten Bundesrepublik sind grau unterlegt. Das heißt, das sind 1 bis 10 Nennungen dann. Das Gelbe, da sind wir bei 11 bis 20. Ja? Das heißt, da wird diese Variante schon sehr viel stärker verwendet. Und dann, ich sage es jetzt mal ganz freundlich, in Österreich geht die Luzi ab. Ja? Das heißt, da ist es eine Form, die im Alltagssprachgebrauch nicht verwundert. Und da sehen Sie auch so ein bisschen schon die Unterschiede zwischen den jeweiligen Standards. Das kann man daran ganz gut erkennen. Okay, die nächste Form, Konjunktiv Präteritum von tun, sowie ein verbaler Infinitiv, sowie tun ohne Konjunktiv Präteritum und Infinitiv, da sehen Sie, gibt es eine, das sehen Sie nicht. Ja, aber da sieht das Bild auch nicht anders aus, ist Österreich, ja. Also Österreich ist das tatsächlich die Varietät, wo das verwendet wird. Okay, um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, die Tun-Periphrasen sind typisch für das gesprochene Deutsch. Also weil wir zum Beispiel über Aussprachenormen nachgedacht haben. Ja, Aussprachenormen. Und, also ist es zum Beispiel in Ordnung, wenn ein Tagesschausprecher das verwendet? Also beim Sprechen, obwohl er ein vorgelegtes Skript hat. Ja? Ist es in Ordnung oder nicht? Also da geht es um Schreibung und Aussprachenormung. Dafür ist das Beispiel ideal, weil es sich auch sehr schnell finden lässt. Ja, also das heißt in entsprechend großen Corpora. Das nächste, der Schriftsprache, wird es relativ selten verwendet. Die Tun-Periphrase mit einem Vollverb im Vorfeld, rechnen tut er gut, zur Markierung des Infinitivs, wird im gesamten deutschen Sprachraum verwendet. Und alle anderen Formen, sehen Sie, sind eher im oberdeutschen Raum, mittel- und oberdeutschen Raum üblich, mit Ausnahme der Schweiz. Aber eben vor allen Dingen in Österreich, um besondere stilistische Effekte zu erzielen. Gut, das soll es mit dem Punkt gewesen sein. Das heißt, das sind drei typische Konstruktionen, die Sie im Sprachgebrauch verwenden. Also Doppelperfekt dürfte hier wahrscheinlich am einschlägigsten für Sie alle sein, die in Phasen der Grammatikografie präskriptiv aus den Grammatiken herausgeschrieben worden sind. Durch teils massive Abwertungen und die es bis heute nicht wieder in die Grammatiken geschafft haben. Bei den Doppelperfektformen sieht es mittlerweile so aus, dass sie eine Renaissance feiern, auch in gegenwärtigen Grammatiken. Also wieder aufgenommen werden, weil man sie einfach nicht wegschreiben kann. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie Grammatikografie präskriptiv und normend wirken kann. Okay, das für den Input für heute. Schau mal auf die Uhr. Ja, ist doch eigentlich ganz gut. Und würde den Stream jetzt deshalb mal beenden. Und wir gehen jetzt noch in die Diskussion um die Erarbeitungsphase, die demnächst ansteht. Also, für die, die zugeschaut haben, danke und auf ganz bald. Ciao.